Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Manahira, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts, gar nichts. Und das bedeutet, so war der Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Erstmal hier die Kontakte, Kommunikation, Verbindungen zum anderen, auch von Verwandten. Dann eine gewisse Konkurrenz oder Rivalität. Und das ist die Schule des Lebens und das sollst du auch bewältigen. Dann ist wichtig für dich Basis, ein Fundament in dein Leben und auch dein Zuhause. Wichtig ist deine Lebensfreude, deine Kreativität, aber auch Kinder oder Kindheit, dein inneres Kind. Wichtig ist noch das Loslassen, diese Art von Transformation und deine Wünsche, Sehnsüchte, hier manifestiert sich etwas. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, da ändert sich nichts. Was sich ändert, das bist du, dein Leben, machst du Lebensschritte und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und genau diese Bewegung schauen wir an. Diese Art von Bewegung nennt man Transit und löst etwas aus im Geburtshoroskop. Uranus bewegt sich im Widder nach indischen Berechnung und bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus hier im Widder und das bedeutet, ändert sich etwas in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Bedeutet auch, wenn du Wünsche hast, das manifestiert sich und wenn du daran glaubst, vorausgesetzt ist, dass du daran glaubst, da kommen Lebensveränderungen. Juli, wir sind Monat Juli 2019. Sonne befindet sich Anfang des Monats noch in Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich setze Sonne zum Zwilling und du hast Zwilling Aszendent. Und zeigt die Monatsthema für dich und das ist dein Selbst, deine Selbstdarstellung. Venus bewegt sich auch hier in Zwillingen und das zeigt deine Weiblichkeit, dein Aussehen. Möglich ist auch, dass du zurzeit veränderst etwas in dein Aussehen oder an deine Persönlichkeit oder auf dein Auftreten. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal die absteigende Mondknoten und einmal die aufsteigende Mondknoten. Das sind karmische Knoten, hat mit unserem Karma was zu tun. Dieser absteigende Mondknoten oder Ketu zeigt Vergangenheit. In diesem Weg bist du schon gegangen, prägt die Wassermann und den neunten Lebensbereich. Lebenserfahrungen im Ausland. Und diese aufsteigende Mondknoten, das ist hier Rahu und das ist der karmische Weg, was du brauchst. In diesem Weg bist du noch nicht gegangen. Das ist für dich ein Neuland. Aber deine Seele sucht das. Deine Seele möchte in diesem Weg gehen.
Und hier lernst du die Löwe-Energie und das ist deine Selbstdarstellung und die Lebensbereich, was du brauchst, von deinem Karma zu befreien, das sind die Rivalinnen, Konkurrenten, da dich zum Behaupten, weil das ist die Schule deines Lebens. Die beiden Mondknoten nehme ich jetzt raus von diesem Geburtshoroskop, weil ich brauche die Karten. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und Rahu, dieser Drachenkopf, was deine Seele braucht jetzt, in diesem Weg zu gehen, das befindet sich dieses Jahr und Jahr 2020 immer noch hier in Zwillingen. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil du hast Zwilling Aszendent. Deine Persönlichkeit in Ausdruck zum Bringen. Mars und Merkur bewegen sich im Krebs. Mars bedeutet im Geburtshoroskop deine Kraft und bedeutet dein Partner. Bei dieser Bewegung kann aber ein anderer männlichen Person auch sein oder deine Kraft. Mars im Krebs, das sind familiäre Themen, das ist die Krebsenergie. Krebs bedeutet auch das inneren Tempel, eine meditative Haltung und Rückzug. Und damit du in deiner Kraft bleiben kannst, zurzeit brauchst du diesen Rückzug. Mars bedeutet auch eine männliche Person, das kann dein Partner sein, bei dieser Bewegung kann aber jemand anderes auch sein und hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Weil die zweite Lebensbereich, hier handelt sich um Finanzen, aber nicht nur das, sondern Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst. Und das heißt, wenn du etwas vermehren möchtest, diese Rückläufigkeit von Jupiter bremst das etwas. Jupiter gilt als großer Glücksplanet. Wo hast du Glück zurzeit? Das ist hier im Skorpion und das hat einen Einfluss auf deinen Alltag und hat einen Einfluss auf deine Arbeit, auf deine berufliche Situation. Merkur ist auch im Krebs. Ich setze Merkur hier im Krebs. Das sind Gespräche. Diese Gespräche kann auch mit diesem Mann sein. Und hier lernst du zu deinen Werten stehen und verlangst von diesem Mann Wertschätzung, weil im zweiten Lebensbereich sind diese Themen Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Kann auch bedeuten, dass hier ein Vertrag unterschrieben wird und das hat mit deinen Finanzen was zu tun. Saturn und Pluto, die bewegen sich gerade im Schütze. Und Schütze öffnet sich hier den Tor zu deiner Partnerschaft. Also Saturn belehrt dich, Saturn bringt das in Ordnung und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentliche und das ist gerade deine Partnerschaft. Und hier bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch Ketu. Und das sind die karmischen Erinnerungen, also aktiviert die karmischen Erinnerungen und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Neptun
bedeutet aber auch Kreativität, unsere Träume zu verwirklichen, lasst uns inspirieren. Und hier machst du eine Reise, das kann auch eine innere Reise sein und das heißt Spiritualität. Rückläufigkeit bedeutet, dass ein Planet bremst etwas, also die Energie der Planet bremst etwas, oder bedeutet diese Rückläufigkeit Vergangenheit, karmische Themen auch oft. Ab 8. Juli ist Merkur rückläufig. Entweder gehen die Verhandlungen, Termine, Gespräche nichts voran oder bedeutet, dass du von jemand Nachricht bekommst und kennst diese Person von Vergangenheit. Jetzt die Mondphasen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir. Und das erlebst du hier in Wohnsituation. Kann auch bedeuten, dass alle sind hektisch und es wäre gut, wenn du zu Hause bleibst und dich ausruhst. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Vollmond bedeutet Konzentration, das wird etwas beleuchtet und genau da sollen wir hinschauen. Und diese Mondfinsternis aktiviert karmischen Knoten, weil ein Finsternis findet immer auf dem karmischen Knoten statt. Also aktiviert hier karmische Themen und das erlebst du hier im 7. Lebensbereich und das ist der Lebensbereich, die Liebe, Partnerschaft. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Halbmond bedeutet Spannung, hier ganz oben, wo auch um die Öffentlichkeit geht. In diesem Tag hast du das Gefühl, du bist übersehen, nicht wirklich wahrgenommen. August 2019. Mars bleibt hier im Krebs, kommt dazu Sonne und Venus. Das ist jetzt dein Monatsthema. Monatsthema ist Familie, familiäre Situation oder Rückzug, Meditation, überwerten und über Finanzen. Natürlich kann auch bedeuten, dass in diesem Monat um die Finanzen kümmern sollst, weil die zweiten Lebensbereich hat mit Geld was zu tun. Und Mars, Venus ist die beiden Liebesplaneten und wenn sie sich hier treffen, bedeutet das wirkt auf dein Liebesleben und das heißt mit diesem Einfluss von zweiten Lebensbereich Wertschätzung und das sollst du von deinem Partner verlangen. Merkur ist rückläufig, kehrt wieder zurück in Zwillinge, also eine Nachricht kommt auf dich zu und jemand kehrt zurück in dein Leben, hat das mit deiner Vergangenheit was zu tun und das trifft dich persönlich. Ab 12. August wird Jupiter direkt läufig. Und das heißt, Jupiter ändert sich hier die Richtung und endlich geht alles voran. Das erlebst du im beruflichen Umfeld. 12. August wird Uranus rückläufig. Uranus bringt Veränderungen und das bedeutet, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern. 1. August ist Neumond im Krebs. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation. Und das erlebst du hier im Krebs. Und warum sollst du dich zurückziehen? Damit der andere lernt, respektvoll mit dir umzugehen oder Rückzug nachdenklich zu sein über deine finanzielle Situation. 7. August ist Halbmond im Waage, Halbmond ist Spannung. Hier handelt es sich um Kinder oder dein inneren Kind, Erinnerungen an deine eigene Kindheit oder Lebensfreude. 15. August ist Vollmond
Im Steinbock-Vollmond beleuchtet etwas, also das ist dann wichtig, da hinschauen. Und das hier im Steinbock, und das heißt Ziele setzen, Ausdauer und Geduld zeigen und das nicht aus den Augen verlieren. Außerdem ist wichtig hier das Loslassen. Du lernst in diesem Bereich nicht festhalten zu wollen, sondern loslassen. Oft ist es die Angst, und das sollen wir lernen, angstfrei leben. 23. August ist Halbmond im Widder. Halbmond bedeutet Spannung. Diese Spannung erlebst du im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder hast du deine Wünsche und fangst an daran zum Zweifeln. 30. August ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug und Nachdenklichkeit und wird von Regulus bestrahlt. Das erlebst du hier im dritten Lebensbereich, das Schule des Lebens. Achte auf dein Herz, auf deine Herzensangelegenheiten, weil das ist der Fokus. Und das sollst du auch verwirklichen. September. Sonne, Mars, Venus und Merkur, alles ist hier im Löwe. Und das bedeutet, das ist dein Monatsthema, das Schule des Lebens, dich zu behaupten. Bei Mars-Venus-Energie handelt es sich um Liebe, das sind die beiden Liebesplaneten, dass du dich nicht vergleichen sollst mit anderen. Hier begegnest du mit Rivalen, aber das ist die Schule deines Lebens, dich zu behaupten. 19. September wird Saturn direktläufig. Das hat eine große Bedeutung, weil Saturn ist der Schicksalsplanet, Hüter der Karma. Und da kommen schicksalhafte Veränderungen, und wenn Saturn die Richtung ändert, dann kannst du sicher sein, da ändert sich etwas, geht alles in anderen Richtung, wird direktläufig, das heißt, kommt alles in Bewegung. Das hier im Schütze, das hat mit Reisen, mit Ausland was zu tun, eventuell Sport, Bewegung, das ist alles Schütze-Energie und die Richtung, die Orientierung, das soll immer nach deiner Begeisterung oder nach deinem Wunsch sein. Warum? Weil Schütze ist Feuerelement und zeigt Begeisterung. Und Schütze zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. Und das ist die Richtung. Hier bestimmst du die Richtung und die Feuerelement kommt dazu, die Begeisterung. Thema ist 7. Lebensbereich, Partnerschaft. Das ist ein großes Thema. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond ist Spannung. Das erlebst du im Alltag oder bei Arbeit. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Vollmond bedeutet dahinschauen, und das ist eine Reise oder eine innere Reise, Spiritualität. Oder dein Glaubenssätze, woran glaubst du, das zu stärken. 22. September ist Halbmond im Stier. Spannung, das sind Stierthemen. Und Stier zeigt Besitz, Ruhe und Finanzen. So kann ich mal ganz kurz beschreiben. Und das, was du brauchst. Und damit du das verspürst, brauchst du hier den Rückzug. Also kein Geld ausgeben, zurückhalten sein, die Ruhe bewahren, den Tag genießen. 28. September ist Neumond im Löwe.
Neumond ist hier, Rückzug, Rückzug. Du musst dich jetzt in diesem Tag nicht behaupten gegen deine Konkurrenten, sondern bleib eher zurückhaltend. So kannst du dich besser beweisen. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist dein Zuhause. Kommt die Jungfrau-Energie dazu, das alles in Ordnung bringen. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Thema Liebe ist auch wichtig. Vielleicht zusammenziehen mit deinem Partner oder das miteinander besprechen. Und bei Jungfrau-Energie kommt auch noch die Heilung dazu. Merkur ist im Waage und hier hast du Gespräche mit Kindern oder spricht dich etwas an und du verspürst die Kreativität. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung in Partnerschaft. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Und es ist wichtig, dass du dich sichtbar machst oder dass dir das bewusst ist, dass andere Aufmerksamkeit lenken und du stehst im Mittelpunkt. Immerhin, das ist der höchste Punkt des Horoskopes und zeigt auch Öffentlichkeit. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen und das erlebst du persönlich, das ist deine Unsicherheit. 20. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Wohnsituation. November. Mars ist im Jungfrau. Also hier wird etwas bereinigt mit einer männlichen Person oder kommt ein Mann in Haus und vielleicht ist das eine Reparatur und wird etwas in Ordnung bringen. Sonne ist im Waage, das ist die Monatsthema, inneren Gleichgewicht, Partnerschaft, Kreativität oder eine rechtliche Lage. Merkur und Venus ist im Skorpion und hier sind Gespräche mit einer Frau und das erlebst du im Alltag oder in deiner beruflichen Situation. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, das bremst die Gespräche oder bekommst du eine Nachricht von jemand, den kennst du von früher. Ab 21. November wird dann direkt läufig, geht alles voran. 28. November wird Neptun direkt läufig. Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Und wenn wir daran glauben, dann wird das auch Realität. Und wenn die Richtung ändert und geht, wird direkt läufig, dann setzt es in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung. Thema ist eine Erbschaft oder Ämten oder die Transformation, weil hier lernt man etwas loslassen, von etwas trennen. Und bei diesem Halbmond neigt man dazu, doch etwas festhalten wollen. 12. November ist Vollmond im Widder. Thema wird beleuchtet, da genau hinschauen, das in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, mal überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen oder Themen, was sind deine Wünsche und es wäre für dich die Möglichkeit für einen Neuanfang. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung in die Familie oder in Finanzen und in diesem Tag sollst du auch nichts kaufen oder investieren, auch nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 26. November ist Neumond im Waage und das bedeutet nachdenklich sein über deine Kindheit oder über Kinder. Möglich ist es auch, dass hier um die Lebensfreude handelt oder deine Kreativität, aber sei eher zurückhaltend. Dezember.
Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du hier Gespräche hast mit Jugendlichen oder mit deinem Kind und das ist männlich, Mars ist männliche Energie. Oder dass du mit diesem Mann Gespräche führst und verspürst die Lebensfreude. Sonne ist im Skorpion und das bedeutet, Monatsthema ist dein Alltag und die Arbeit. Und Venus ist im Schütze und Jupiter ist auch im Schütze. Jupiter verlässt die Skorpion, übergeht im Schütze und das heißt, Jupiter wird ein Jahr lang hier sein und in diesem Jahr hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung auf eine Reise oder hast du Glaubenssätze und fangst an daran zum Zweifeln und sagst, oh, das glaube ich sowieso nicht. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, da genau hinschauen und das sind die Finanzen oder Werte, aber auch Themen, was festhalten. Es ist nicht gut, wenn wir immer alles festhalten wollen, sondern wir lernen auch loslassen und so hast du dann die Ruhe und kannst etwas auch genießen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung in Schule, Bildung oder Verwandten oder mit Rivalinnen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das bedeutet, nachdenklich zu sein über deine Partnerschaft. Jetzt zurück zum Rivalität hier im dritten Lebensbereich. Bedeutet nicht unbedingt, dass eine Frau da ist und hast du wirklich diese Herausforderung, weil du musst dich behaupten. Das kann auch sein, dass du davon Angst hast und du verspürst diese Ängste. Verlustängste entstehen dadurch. Januar 2020. Mars ist im Skorpion und das kann bedeuten, dass du setzt deine Kraft ein in die Arbeit oder begegnest du im beruflichen Umfeld mit einem Mann. Das kann auch sein, Berufung sein. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Partnerschaft. Kommen auch die Gespräche oder Reise, Ausland, Auslandskontakte, das wäre die Schütze-Energie und Venus ist im Steinbock. Und das kann bedeuten, dass du hier ämtliche Themen hast und Gespräche mit einer Frau oder die Wandlung, die Transformation und handelt sich um deine Weiblichkeit, handelt sich um die Liebe, Partnerschaft. Und das ist das Loslassen von Ängsten. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist die Steinbock-Thema. Ziele setzen, das nicht aus die Augen verlieren, Ausdauer und Geduld zeigen, nicht aufgeben. Dann kommt die 8. Lebensbereich noch dazu, nicht festhalten zu wollen, sondern hier lernt man trennen, loslassen, befreit zu sein von etwas, oft ist das die Angst. Manchmal kommen auch ämtliche Themen dazu, wie Erbschaft oder Termin bei Finanzamt oder Banken, Versicherungen. Das ist
immer verknüpft mit Geld. Merkur und Venus ist im Wassermann. Und das sind Gespräche, Kontakte mit einer Frau oder mit mehreren Frauen. Und die Verbindungen sind von Ausland oder in einer Schulung oder in die spirituelle Richtung. Kann auch Liebe im Ausland sein. März 2020. Saturn und Pluto verabschiedet von Schütze und übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang im Steinbock und aktiviert Steinbock-Themen, was ich vorher erwähnt habe, Ziele setzen, das nicht aufgeben und die achten Lebensbereich, erbschaftliche Situation oder Terminen bei Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen von Geld und auch Themen wie Loslassen und Sexualität gehört auch zu diesem Lebensbereich, weil es ist alles Pluto-Themen und Pluto beherrscht den achten Lebensbereich. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder Spiritualität. Mars ist im Schütze. Eine männliche Person kommt auf dich zu und wirkt etwas auf dein Liebesleben. Und Venus ist im Widder. Und das kann Freundschaften sein mit einer oder mehreren Frauen oder hast einen Wunsch, die Liebe zu leben. April 2020. Venus ist im Stier. Hier lernst du zu deiner Weiblichkeit zu stehen und mit deinen Werten bewusst zu sein. Kann auch bedeuten, dass hier Geheimnisse sind in die Liebe, Partnerschaft, aber sollst du das trotzdem genießen. Das ist die Stierenergie. Im 12. Lebensbereich sind auch die geheime Feinde. Und das kann eine weibliche Person sein. Also das sind die Themen, was hier Venus aktiviert. Sonne und Merkur ist in Fischen und das bedeutet Orientierung beruflich oder dass du stehst in Öffentlichkeit und da sind die Handlungen, Gespräche, du bist dann auch wahrgenommen oder suchst deine Berufung. Mai 2020. Sonne und Merkur ist im Widder. Monatsthema ist dein Freundeskreis, Bekanntenkreis oder deine Wünsche. Und hier kommen Gespräche, Handlungen oder lernst das in dieser Zeit, deine Wünsche zu vertrauen, daran zum Glauben. Venus ist in Zwillinge und das bedeutet, du achtest auf dein Aussehen oder eine weibliche Person kommt auf dich zu und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Oder du als Frau bist du wahrgenommen. Mars ist im Steinbock und das kann hier eine männliche Person sein, wo ein
Auswirkung hat auf deine Finanzen oder befindest du dich in einer erbschaftlichen Lage oder kommt Thema Sexualität hier im Sprache, hier im Vorschein. Juni 2020. Schauen wir das auch an. Sonne und Venus ist im Stier. Monatsthema ist den Tag genießen, zur Ruhe kommen, auch eine gewisse Rückzug. Aber hier handelt es sich auch um Geheimnisse. Geheimnisse über die Liebe oder eine Frau erzählt etwas über ihre Geheimnisse. Möglich ist auch, dass hier du eine geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person. Merkur ist in Zwillingen und das bedeutet, du hast Gespräche, Kontakte und Mars befindet sich hier im Wassermann. Und das kann bedeuten, eine Begegnung mit einer männlichen Person von Ausland oder eine spirituelle Reise, die innere Kraft entdecken oder du glaubst an etwas oder du sollst deinen Glauben stärken und das bezieht sich auf diese männlichen Person. Juni 2020 übergeht Jupiter für eine kurze Zeit zum Steinbock, wird aber wieder rückläufig und dann kehrt zurück zum Schütze. Liebe Manaira, so könnte ich dieses Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.